König. Bube. Dame. Gast. Der Stephen King Reread Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des König Bube Dame Gast Podcast. Wir haben uns heute wieder zusammengefunden, um über eine weitere Geschichte aus Blut mit euch zu sprechen. Und dazu habe ich mir nicht nur meine beiden Stamm-Mit-Podcaster geholt, nämlich den Jonas. Hallo Jonas. Hallo Dela. Und den Flo. Hallo Flo. Guten Abend. Sondern wir haben einen weiteren neuen Gast, der noch nie bei uns war, nämlich die ganz wundervolle Effein Alex. Hallo Alex. Hallo Dela. Ganz kurz, die Alex ist übrigens hauptsächlich dafür verantwortlich, dass ein großer Teil von uns überhaupt in Mikrofone redet. Ja. Denn die Alex ist generell immer schuld an allem. Ja, Schuldwurst. Weshalb die Alex immer schuld an allem ist, erklärt sie uns am besten mal schnell selber. Was machst du so, wer bist du so, woher erkennt man dich? Man kennt mich vermutlich aus Podcasts wie, nein, ich bin gern gesehener Podcast-Gast oder weiß ich nicht, ob gern gesehen, aber doch eigentlich vermutlich meistens schon. Habe einen Twitter-Account, den ich mehr oder weniger pflege, momentan so ein bisschen weniger gerade. Und ich bin einfach die Alex und ich bin da und ich bin schuld. Und weil du hast lange Zeit den Spieleabend gemacht. Ich habe den Spieleabend gemacht und ich, also es gibt den Spieleabend immer mal wieder, aber nicht so richtig wirklich. Ich muss das mal wieder ändern, glaube ich. Ja, gerne. Ja, und wie gesagt, der Spieleabend ist halt primär der Grund, wo viele von uns sich so ursprünglich mal kennengelernt haben, zumindest über 3-4 Ecken. Und deswegen ist die Alex schuld an allem. Und die Alex ist auch schuld daran, dass ich überhaupt ein Mikro habe. Das ist auch richtig, ja. Das auch ist bei mir genauso. Ich bin schuld, ich sag doch, Schuldwurst. Ja, das ist aber schön, dass wir uns heute zusammengefunden haben, um ein paar schöne Geschichten auseinanderzunehmen. Und Kater, du bist bitte immer noch nicht in meinem... Ja, also wenn ich ein bisschen rumschimpfe, dann ist der Kater schuld. Naja, das kenne ich auch noch. Das behaupten wir bei Dela auch immer. Na gut, ja. Dann würde ich sagen, steigen wir doch gleich richtig in die Sache ein. Und da, Flo, hast du uns doch sicherlich wieder ein, zwei Sätze zur zeitlichen Einordnung vorbereitet. Ja, wir beginnen heute mit Der Affe, einer wunderbaren Geschichte, die ursprünglich 1980 in dem Magazin Gallery erschienen ist. In Deutschland erstmals 1986 im Heine-Jahresband. Ja, viel mehr gibt es darüber auch gar nicht zu erzählen. Hoffe ich. Jonas erzählt uns jetzt mal, worum es da geht. Ja, viel gibt es da wirklich nicht zu erzählen. Die Hauptfigur ist Hal und der wird seit seiner Kindheit immer wieder von einem Spielzeugaffen heimgesucht. Und immer wenn dieser Affe seine Becken zusammenschlägt, stirbt jemand, den Hal mag. Er versucht, den Affen loszuwerden, öfters, aber der kommt irgendwie immer wieder zurück. Letztendlich schafft er es dann als Erwachsener, diesen Affen in einem tiefen See zu versenken, worauf es dann dort zu einem Fischsterben kommt. Und ja, wie gesagt, es gibt nicht viel zu sagen zu dieser Geschichte. Ja, und er danke. Eine Vision hat. Und er noch eine Vision hat, dass irgendwer den Affen findet mit Algen umhüllt. Beim Angeln. Ja. Würde ich sagen, reden wir doch über die Details, weil eine Charakteraufstellung brauchen wir hier, glaube ich, auch wieder bei den Kurzgeschichten überall nicht machen. Ich würde also sagen, wir reden das Ganze global. Ich finde, den Affen könnte man schon mal charakteristisch. Ja, ja, schon klar, das machen wir aber halt in der Gesamtbesprechung, also wir grenzen das jetzt nicht explizit ab. Der Affe ist auch die interessanteste Figur in der Geschichte. Stimmt. Ja, dann erzählt mir doch mal was über den Affen. Ja. Er hat Becken, die er zusammenschlägt. Zimbeln hat er, Zimbeln. Mein Lieblingswort aus der Geschichte. Tatsächlich ein Wort, das ich vorher noch nie gehört habe. Ja, so ähnlich geht mir das mit dem Wort Pinkel, was ja das Ende des Schnürsenkels ist. Aber egal. Das wusste ich auch noch nicht. Ja, Randwissen. Ja, jetzt ist die Frage, dieses Problem oder dieses Gefühl, dass man sich von einem Spielzeug verfolgt fühlt
oder dass man glaubt, ein Spielzeug wäre böse. Habt ihr denn in eurer kindlichen Erinnerung auch irgendwie sowas mal erlebt, dass ihr vor irgendwas spielzeugmäßigen Angst hattet? Nö. Meine Mutter sammelt Puppen. Vor deiner Mutter hatte ich auch Angst. Ja, also die hat schon durchaus auch ein paar gruselige. Und nein, ich bin da aber voll bei dir, Alex, gerade wenn du sagst Puppen, denn das war bei mir auch so. Ich habe in meinem ganzen Leben ein einziges Mal eine Babypuppe gehabt. Okay. Und vor der hatte ich fürchterlich Schiss. Die hat mich immer, ich habe mich immer gefühlt, als würde die mich beobachten. Also von daher, die Grundidee an der Geschichte, die konnte ich schon irgendwo nachvollziehen. Ja, aber das ist das Äffchen mit den Klatschbimmeln, Becken, wie es so schön heißt, ist. Fand ich ein bisschen skurril bis lustig. Also es ist nicht so das typische gruselige Bild, das man hat. Also die Puppen verstehe ich schon eher. Wenn man sich die neue deutsche Gesamtausgabe von Blut ansieht, ist dieser Affe vorne auf dem Cover, was ich eine sehr merkwürdige Wahl finde. Und der sieht überhaupt nicht furchteinflößend aus. Also, nee, der ist niedlich. Na gut, niedlich würde ich auch nicht sagen. Ja. Also ich mag diese drolligen Gesellen, die man irgendwie aufziehen kann und die nichts anderes tun können, als meinem Willen gehorchen. Da würde ich euch aber erst in zwei Punkten widersprechen. Erstens, die Wahl vom Cover, okay, aber andererseits, was hätten sie denn sonst nehmen können? Die anderen Geschichten sind ja eigentlich noch viel schlechter bildlich darzustellen, sag ich mal. Also ich habe hier nur eine Teilausgabe, das ist der von Nit und der hat vorne eine Tastatur drauf, so eine alte Schreibmaschinentastatur. Deswegen, das ist jetzt auch nicht sonderlich aussagekräftig. Nee, naja, gut. Ganz stylisch. Und dann muss ich sagen, die Thematik, also Affen fand ich als Kind immer gruselig und komisch. Das Problem ist, weil die waren immer so fahrisch und so hektisch und so komisch und haben immer merkwürdige Geräusche gemacht. Affen fand ich immer doof als Kind. Also das Problem ist, ich hatte als Kind tatsächlich in meinem direkten Umfeld einen Affen. Wir hatten einen im Dorf wohnen, der hat sich von irgendeiner Afrika-Reise einen Affen eingesammelt und der hatte auch eine Ziege im Hinterhof, wo eigentlich gar kein Garten war. Also der war eher ein bisschen merkwürdig drauf. Aber nee, Affen waren niedlich, weil es war halt so wie bei dem Typen. Ich glaube, einer der ersten Affen, mit denen ich in Kontakt kam, war der von Pippi Langstrumpf und der ist auch nicht gruselig. Genau, der macht aber keine Pippi Angst. Pippi Langstrumpf ist doof. Pippi Langstrumpf ist überhaupt gar nicht doof. Diskutier nicht mit Dela, die ist wieder wer. Ihr braucht bloß den Henry anfragen. Der Henry Annika hat gibt mir ist recht. Doof. Aber egal. Also einigen wir uns darauf, dass die alle doof sind. Wen ich auch doof finde, das ist Hell. Hell ist auch ein bisschen doof. Das ist wieder so ein typischer Kingscher Arschlochvater. Den hatten wir jetzt schon öfter und ich meine, die Geschichte beginnt damit, dass er seinem Sohn eine runterhauen will. Hm. Da weiß man sofort, wie sympathisch er ist. Ja, Herzchen. Aber er ist ja nicht komplett ein Arschlochvater, er ist ja nur zu seinem Sohn, also zu dem einen Sohn ein Arschlochvater. Sein Dennis, das ist der ältere Sohn, den kann er halt nicht ab, mit dem kommt er nicht klar. Und da ist er auch wirklich, lässt er echt das Arschloch raushängen. Aber sein Petey, das alleine schon den Namen zu wählen, den vergöttert er ja ziemlich und den hat er ja ziemlich lieb und da gibt er sich ja auch wenigstens in Ansätzen Mühe. Ja. Ja, ich glaube auch nicht, dass er den anderen nicht mag, sondern ich glaube, er war zu dem Zeitpunkt einfach furchtbar genervt. Er hatte diesen Affen gefunden und er wollte ihm einen runterhauen. Das die Regung kann ich durchaus nachvollziehen, aber sie in die Tat umzusetzen ist ja nochmal was ganz anderes. Und das tut er dann ja auch nicht. Ja, aber es gibt ja ein paar mehr Szenen, wo er sich mit dem Sohn ein bisschen anlebt und so weiter. Also freundschaftliches Verhältnis haben die jetzt nicht unbedingt. Ja, das muss ja auch nicht unbedingt sein zwischen Elternkindern, aber das ist ein anderes Thema. Ja. Ja, wie gesagt, ich könnte das ja akzeptieren, dass das halt einfach ein Mensch ist, der mit Gefühlsregungen zu seine Probleme hat, wenn er es denn bei beiden Kindern gleich machen würde. Das ist aber halt leider nicht der Fall. Also er behandelt halt den einen wirklich deutlich besser als den anderen. Das ist halt Arschlochverhalten. Ja, wobei ich es kenne, dass man kleine Kinder deutlich besser behandelt als größere Kinder. Also vielleicht ist es auch einfach ein, der muss jetzt nicht mehr so betüttelt werden. Und das große Kind hat sich ja auch schon arschlochartig verhalten gegenüber seinem Vater. Und respektlos. Ja gut, das eine kommt halt von anderen, nicht?
Ja, Henne-Ei. Das ist halt die, ja. Ich glaube, dafür. Aber bei der Konstellation Vater-Kind ist Henne-Ei jetzt eigentlich geklärt, so als Fragestellung schon. Ja, aber das sich gegenseitig beeinflussende Verhalten nicht. Ja, gut. Aber die Geschichte ist zu knapp, um das wirklich da abschließend Urteil zu finden. Ja. Ja, und sie dreht sich ja auch nicht komplett nur um diese Gegenwart mit Vater-Sohn, sondern wir gehen ja auch in die Vergangenheit mit, ja, mit Hal und seinem Bruder und den ganzen Familienverhältnissen. Und da muss ich sagen, also diese Erzählweise zumindest hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Wie fandet ihr das? Fand ich gar nicht so verkehrt grundsätzlich, weil wir eben wirklich diese, also auch sowohl in der Gegenwart als auch in der Vergangenheit, diese Familiendynamik fand ich ganz hübsch. Wobei ich die Vergangenheit ein bisschen holprig erzählt finde. Ja, ja, kann man sagen, ja. Aber was mir ein bisschen gefehlt hat, es gibt ja dann diese Szene, wo eben er den Gedanken hat, er hat mit seinem Äffchen seine Mama getötet. Und da muss ich sagen, das blieb mir ein bisschen zu kurz angerissen. Da hätte ich mir eigentlich mehr von diesen Traumata-Gedanken erwartet, sag ich mal. Hätte man ausbreiten können. Aber es ist halt eine Kurzgeschichte. Ja, ich bin froh, dass es nicht so war. Mir war auch für eine Kurzgeschichte die Geschichte noch zu lang. Also ich finde, das hat sich so gezogen mit dem, ja, und dann ist der gestorben und dann ja, hat er von mir zusammengeklagt und dann... Wenn man die anderen beiden Geschichten zusammenrechnet, kommt man nicht ganz auf die erste Geschichte. Seitenzahlmäßig. Ja, also ich fand für das, was das an Inhalt transportiert, war so zu lang. Ja. Das, ja. Ja. Deswegen, ja. Mhm. Aber das, auch hier, Entschuldigung, Flo. Ich wollte nur sagen, das sehe ich auch so. Wobei ich aber den Aufbau, also ich mochte es, dass es diese verschiedenen Zeitebenen hatte und dass es auch in der Vergangenheit nicht unbedingt chronologisch abläuft. Ja. Das war wenigstens dann nicht langweilig, weil man sich konzentrieren musste, was wann gerade ist. Ja, das ist vermutlich schuldet die Länge der Geschichte, aber auch der Tatsache, dass es so aufgebaut ist und das hätte man mit einer schöneren Geschichte so aufbauen können. Aber was ich hier auch wieder habe, wir haben hier wieder die eigentlich vollkommen, bei der Frau von ihm, also Terry heißt sie, glaube ich, da haben wir wieder die typische nichtsnutzige King-Frauenfigur. Aber im Gegensatz dazu, die Mutter von ihm wirkt ja eigentlich erstmal grundsätzlich relativ patent. Ja, aber die nimmt auch seit 2 Jahren regelmäßig Valium. Das ist ein guter Punkt, ja. So übersteht man solche Verhältnisse vermutlich am besten. Ich glaube, King hat da einiges Autobiografisches reingepackt. Das mit dem verschwundenen Vater und mit der Mutter. Und es irgendwann wird ja auch Hals Freund überfahren und er guckt dabei zu. Das ist ja King auch so ähnlich passiert. Da hatten wir ja schon drüber geredet. Nur das war ein Zug und kein Auto. Also ich denke, er hat schon so ein paar eigene Sachen verarbeitet. Vielleicht ist deswegen die Mutter auch jetzt nicht ganz so schlimm wie sonstige Frauenfiguren. Das stimmt. Wobei dann sich natürlich die Frage stellt, warum sind die sonstigen Frauenfiguren eigentlich so schlimm? Vielleicht hat er nie wieder so eine tolle Frau kennengelernt wie seine Mama und deswegen sind die alle böse außer Mama. Das ist ein Argument, ja. Ja. Da habe ich schon ein paar Leute kennengelernt, die irgendwie dieses Schicksal erleiden durften. Wie fandet ihr denn dieses ganze, ich sag mal, Schlafwandel-Element in der Geschichte? Ich bin ja nur selber ein Mensch, der zum Schlafwandeln und zu blödsinnigen Dingen tun im Schlaf neigt. Das fand ich von daher auch schon wieder eine ganz interessante Sache. Ich habe noch nie in meinem Leben Schlafwandeln erlebt. Ich kann es also nicht nachvollziehen und es bleibt für mich immer ein bisschen skurril. Noch nie erlebt im Sinne von noch nie selber gemacht oder auch noch nie mitgekriegt bei jemand anderem? Mein Stiefbruder, dem sagte man nach, er schlafwandelt, wenn Vollmond ist. Weswegen sein Schreibtisch vorm Fenster stand, dass er nicht irgendwie nachts aus dem Fenster springt und all so ein Quatsch. Aber auch bei dem habe ich nie mitbekommen, dass er das jemals getan hätte. Warst nicht du das, der mich letztes Jahr auf dem Putzdock in der Küche gefunden hat und wieder ins Bett geschwächt hat? Nee, vorletztes Jahr.
Das weiß Alex nicht mehr, da hat sie geschlafwandelt. Sagen wir so, ich habe auch nachts, also ich war ja durchaus die Nächte, gerade vorletztes Jahr hindurch wach, weil am Feuer sitzend, aber ins Bett gescheucht. Ja, weil irgendwann vorletztes Jahr stand ich auf einmal nachts um 3 in der Küche und war da voll in Überzeugung, ich müsste jetzt anfangen mit Frühstück machen. Okay, nee, das kann... Und irgendjemand hat mich dann wieder ins Bett gelotst, ich weiß aber nicht mehr, wer es war. Nee, ich glaube... Die Krone kann ich mir nicht aufsetzen. Aber ja, wie gesagt, also ich habe das weder jemals erlebt, noch, also ich weiß, dass ich Sachen erzähle, während ich schlafe. Also wenn man mich Sachen fragt, während ich schlafe, dann kommt es vor, dass ich Antworten gebe, von denen ich nichts mehr weiß. Aber das ist so das Maximalste an, ich agiere im Schlaf. Und bei euch, Jonas? Nee, ich habe da weder aktiv noch passiv Erfahrung mit. Und dazu kommt, ich kann mich auch an keine Schlafwandelszene in der Geschichte erinnern. Naja doch, also das bleibt so halb angerissen, dass er schlafwandelt. Aber er wirft das Ding ja so in die Ecke und 5 Minuten später sitzt er damit auf dem Klo und guckt sich das wieder an. Und ein bisschen später ist er wirklich, dass er angeblich eben aufgestanden, also er wacht auf, wundert sich, wie das Vieh in sein Zimmer kommt. Und sein Sohn sagt ihm dann, du hast ihn doch selber gestern Nacht geholt. Ach so, ja, ich habe das so verstanden, er pennt ein, das Ding schafft es irgendwie aus dem Koffer da zu ihm. Also ich habe das halt nicht als Schlafwandeln, sondern als... Ja, aber er konnte es ihm verkaufen, halt, als du hast es dir doch selber geholt und er hat das jetzt nicht komisch gefunden. Ja, so, ich glaube, auf die Erklärung habe ich gar nicht so genau geachtet, weil für mich klar war, das Ding... kann das halt. Ja. Also ihr geht davon aus, im Zweifelsfall kann sich das Ding selber bewegen. Ja, auf jeden Fall. Das Ding ist übernatürlich, oder? Da sind wir uns auch einig. Ja. Genau. Glöckchen schellen lassen. Blechbecken-Dings. Wobei ich an der Stelle, aber da reden wir vielleicht, naja, wobei kann ich eigentlich auch jetzt machen. Ich würde hier schon mal die Symbolik reinstreuen, weil ich da auch ein bisschen eine Verschwörungstheorie zu dem ganzen Ding habe. Wenn das euch recht ist. Gerne. Okay. Mach. Verschwör uns mal. Grundsätzlich ist es so, dass Affen ja als Symbolik im seit Mittelalter schon negativ konnotiert sind. Das heißt, sie sind immer verbunden mit Gier, mit Sünde, mit Boshaftigkeit, unter anderem auch mit Sucht. Der Affe hat halt eine Trickster-Natur, also er verkörpert den Schelm und den Teufel in einer Gestalt. Und er war halt... ja, so teuflisch einerseits immer konnotiert, aber andererseits auch mit dem Todesgott Thoth. Oder Thoth, je nachdem, wie man ihn aussprechen möchte. Er wurde immer als Mahnung für die Sterblichkeit des Menschen interpretiert in der Literatur. Aber, und hier kommen wir wieder auf eine relevante Sache, Affen werden auch gerne für in Träumen und so weiter als Warnzeichen für eine beginnende Psychose definiert. Und das würde mir, wenn wir jetzt davon ausgehen würden, dass es doch nichts Übernatürliches ist, sondern dass eben dem kleinen Hell damals die Mutter unter komischen Umständen weggestorben ist und er eben so ein Schuldgefühl hat und so weiter und das auf diesen Affen projiziert, dass das also eigentlich gar nicht wirklich was ist, was er, der Affe selbst, aktiv macht, sondern dass er in seiner Psychose eben diese Verbindungen so zieht. Und das würde eben auch sein, zum Beispiel Schlafwandeln erklären, weil er halt geistig und unbewusst so von dem Ding beschäftigt ist, dass er sich eben, ohne es zu merken, wie ich es halt auch mache im Schlaf, dann freiwillig holt zum Beispiel. Nee, glaube ich nicht. Das erklärt auch nicht das Fischsterben oder so. Das Ding ist übernatürlich. Das will ich glauben und ich. Außer das Ding war so giftig, so von seinen Inhaltsstoffen, dass das für Sterben damit begründbar ist. Was auch Spielzeug aus dieser Zeit nicht unwahrscheinlich ist. Ja, eben. Ja, aber ist das nicht nach den Jahrzehnten alles rausgedünstet? Ja, gut. Ja, nein, okay. Aber das wollte ich nur mal als Theorie in den Raum geworfen haben. Flo, wie siehst du das denn? Ich sehe es wie Jonas, also eher übersinnlich, ja. Dann kommen wir doch noch mal ganz kurz zu den Logiklöchern, die diese Geschichte hat. Und sie hat viele. Also wie gesagt, erstens ist schon mal der Punkt,
wie gesagt, er schmeißt das Ding im Dachboden in die Ecke und sitzt 5 Minuten später damit auf dem Klo, ohne dass das irgendwie erklärt wird. Dann zweitens, was ich fand, diese Szene am bzw. im See, die fand ich von der Sache her hübsch beschrieben, aber die Idee fand ich halt vollkommen dämlich. Also den Schluss überhaupt, warum wir jetzt das Vieh ertränken und warum das die sinnvollere Möglichkeit ist, um das zu vernichten, das begreife ich nicht. Ja, ich verstehe bei dem Vernichten von solchen Dingen immer nicht, warum man sie nicht vernichtet, also einfach in ihre Einzelteile zerlegt. Also genau auch gerade, wenn das Ding dafür seine Glöckchen benutzen muss, dann nehme ich ihm die ihm doch weg. Man hackt das klein und zündet es an und eigentlich ist dann Ruhe. Also, ja, wir haben ja schon bei Christine gesehen, dass das nicht funktioniert mit besessenen Gegenständen. Ja, aber das Auto konnte dich überfahren und der Affe, naja. Er kann Glöckchen klingeln. Ja, da gebe ich euch recht. Warum jetzt der See einfach die Lösung ist, keine Ahnung. Muss ich akzeptieren, muss ich mich darauf einlassen, dass das so sein soll. Aber logisch ist es dadurch trotzdem nicht. Zumal er ja schon die Angst hat, dass das Vieh wieder lebendig wird und von irgendjemandem rausgeholt wird oder von selber da rauskrabbelt. Also das war insgesamt total unschlüssig eigentlich. Ja, total. Ist halt so eine Geschichte, die nochmal irgendwann weitergehen kann und wo man sich sowas offen hält. Ansonsten, das nächste Logikloch ist, was mir aufgefallen ist, als Petey fast den Unfall hat, stoppt er ja die Zimbeln mit der Hand. Und am See später erzählt er ihm aber dann, dass man die Zimbeln ja eigentlich gar nicht stoppen kann. Das fand ich auch völlig dämlich. Aber dass dann trotzdem was stirbt, finde ich auch ein bisschen albern. Die Fliege. Ja, stimmt. Aber ich glaube, das war ja so erklärt, dass es ein ganz kleines, winziges Geräusch trotzdem gab. Okay. Ja, ich glaube, man kann es nicht dauerhaft verhindern, aber so akut im Augenblick geht das wohl. So habe ich mir das zumindest erklärt. Nee, ich glaube, dass also diese Erklärung, dass das Ding nicht aufzuhalten ist, der Affe hat ja, während sie das Ding ins Wasser schmeißen, schon angefangen zu zimbeln. Ah, stimmt, und ja. Da hätte ja in dem Moment er schon eigentlich was verhindern können müssen, wie auch immer. Und da sagt er aber, nein, wir können es jetzt nicht verhindern. Und da schließt sich auch gleich das nächste Logikloch an. Denn die toten Fische, das erfährt er ja erst im Nachgang. Aber eigentlich hätte er das doch direkt schon an Land sehen müssen, weil der Affe hatte ja schon gezimbelt, während sie noch im Wasser waren. Ja, das müsste eigentlich plopp, 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 plopp gemacht haben. Ja gut, ist die Frage, es sind ja leider keine Angaben, wie viel später dieses Fischsterben da vorkommt. Ja, aber wenn der Affe... War das nicht direkt danach? Wenn der Affe schellt, passiert was. Genau. Also in dem Moment, oder? Ja, es gibt keine Jahresangabe zu dem zu der Geschichte an sich, sondern nur das einzige Datum ist in diesem Zeitungsartikel. Und deswegen keine Ahnung, ob das jetzt ein Jahr später ist oder so. Ja, aber war also du willst andeuten, dass das gar nicht das Ursprungszimbeln war, sondern dass ihn jetzt entweder wirklich jemand wieder rausgefischt hat oder er jetzt lebendig geworden ist von selber. Genau, dass er jetzt einfach nach einem Jahr gesagt hat, so, jetzt hau ich nochmal in die Becken und dann sind lauter Fische tot. Ja, okay, das kann ich, okay, ich habe das so interpretiert, als wäre das Fischsterben direkt danach. Und was ist dann verstorben in dem Moment, als er es gezimbelt hat und da also im letzten Moment der Geschichte? Ja, wahrscheinlich auch wieder irgendeine Fliege. Oder seine Frau, wer weiß. Um die war es ja nicht schade. Das hätte man uns aber doch wohl noch erzählt. Ach ja, vielleicht. Also ich finde die Geschichte so schon lang genug, ich muss nicht noch von der toten Frau hören. Ja. Ja, gut, so gesehen, richtig. Nein, aber also das Ding hat hinten und vorne Logiklöcher, egal wie man es dreht und wendet. Ich glaube, das wird auch nicht mehr besser. Ich wüsste jetzt so spontan auch sonst nicht mal, was ich euch dazu erzählen sollte, außer Querverweise. Habt ihr noch Ergänzungen zum Inhalt? Ich habe noch nachgeschaut, die versenken das Vieh ja im Crystal Lake. Und ich als Horrorfilm-Fan habe natürlich gleich an Freitag der 13. gedacht. Da heißt der See, an dem Jason mordet, ja auch der Crystal Lake. Der stammt aber auch aus dem Jahr 1980 und deswegen habe ich einfach mal gegoogelt, es gibt in Amerika 14 Crystal Lakes, es wird wahrscheinlich Zufall sein. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist wahrscheinlich so ein Ding wie, oh, da ist blaues, klares Wasser. Nennen wir jetzt mal Kristall.
so wie es hier gerne Silbersee genannt wird. Gibt es eigentlich bei uns mehr als einen Silbersee? Weiß ich jetzt nicht. Ja, es gibt jede Menge davon. Ich weiß nicht, ob sie offiziell so heißen, aber auf jeden Fall im Volksmund. Da sind mir schon 3-4 begegnet. Okay. Ich kenne keinen meines Wissens nach, aber ja. Nun gut, dann habe ich noch eine Querverbindung gefunden. Nämlich, Hell arbeitet in derselben Firma wie Stu Redman aus The Stand. Ach, stimmt, bei Texas Industries war das, oder? In Tex Instruments. Instruments, die genau. Mit Taschenrechnern. Genau. Es gibt außerdem noch einige Orte wie Hartford, Connecticut und, na gut, Portland ist ja sowieso ein realer Ort, also, na gut, Hartford auch. Also die Orte kennen wir auch, die Umgebung. Und ein ähnliches Motiv wird King auch später nochmal in einer Kurzgeschichte aufgreifen, in Böser kleiner Junge. Aber ohne Affe. Ja, was denkt ihr denn? Kommt der Affe nochmal wieder oder nicht? Ich denke doch schon, weil sonst hätte man ihn ja kaputt machen müssen. Also hätte man verhindern wollen, dass das passiert. Und was passieren kann, passiert auch. Okay. Also gut. Ich habe mal ganz kurz nachgeschaut. Also Silbersee gibt es allein in Rheinland-Pfalz 7. Okay, das ist eine Hausnummer. Ja. Gut, dann bleibt mir eigentlich nur übrig, euch um eure Bewertungen für diese Geschichte. Nein, nicht so schnell. Wir haben noch Verwertungen. Ach, da gibt's ernsthaft jetzt? Nein, nicht wirklich. Aber es war wohl mal ein Episodenfilm in Arbeit, die diese Kurzgeschichte enthalten soll. Ich habe nichts darüber gefunden, ob es den wirklich geben wird oder nicht. Aber die Filmrechte liegen seit Jahren bei Frank Darabont, der ja schon einige King-Filme gemacht hat. Also es könnte schon sein, dass es irgendwann auftaucht. Und natürlich gibt es im Original eine Hörbuchfassung, im Deutschen nicht. Okay. Habt ihr denn dazu Zitate zufällig? Nein. Warte. Es fing an mit Schlag mich doch. Okay, aber ich weiß nicht, ob das dir jetzt hilft. Verdammt, ich habe die Seite doch verblättert. Ich habe es eben noch offen geschlagen gehabt. Da. Schlag mich doch. Wenn du willst, ich weiß sowieso, dass du mich hast. Okay. Ich habe diesmal auch keine Zitate. Deswegen bleibt mir jetzt an der Stelle wirklich nur noch übrig, euch um eure Bewertungen zu bitten. Und da würde ich sagen, die liebe Gästin fängt an. Alex? Von 0 bis 19 wird bewertet. Irgendwas so irgendwie knapp unter der Hälfte. 7, 8. 7 oder 8? 8. Okay. Jonas, wie sieht's bei dir aus? Nee, so hoch gehe ich nicht. Ich bleib was darunter bei. Nee, 5 Punkte gebe ich nur. Auch wenn du bedenkst, dass die Geschichte so hübsch zweigestaltet aufgebaut und so. Der Aufbau war gut, aber der Inhalt konnte da dann auch nichts mehr retten. Ah, okay. Das der Aufbau konnte den Inhalt nicht wieder gut machen. Das war alles sehr, sehr komisch und zu lang und nee, war nix. Entschuldigung. Ich bin schuld, dass du sie lesen musstest. Wir müssen sie lesen. Okay, mit dir oder ohne dich. Du bist nur schuld, dass du das mir besprichst. Da habe ich gar nichts dagegen. Ja, es ist eine relativ klassische Horrorgeschichte mit ganz wenigen, ganz kleinen Stärken und vielen Schwächen leider. Wir hatten schon erheblich Schlimmeres, aber wir hatten auch schon viel, viel Besseres. Ich gebe mal 6 Punkte. Okay, ich würde, glaube ich, sogar noch ein bisschen ungnädiger sein. Ich würde 5 Punkte geben, weil mir hat wirklich weder die Idee sonderlich zugesagt, beziehungsweise die Idee fand ich ja grundsätzlich gar nicht so verkehrt, weil ich sie eben in Teilen zumindest nachvollziehen kann. Aber es hatte mir einfach zu viele Logiklöcher und stilistisch fand ich sie jetzt ernsthaft auch nicht toll. Also von daher. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, kommen wir doch zur nächsten Geschichte. Flo, was ist das für eine Geschichte? The Word Processor of the Gods, der Textcomputer der Götter. Erschien ursprünglich 1983 im Playboy.
in der Januar-Ausgabe, falls man es genau wissen will. Mit und dem unter dem Titel Taste des Todes. Im Deutschen dann, genau. Da erschien sie nämlich auch im Playboy 1984. Außerdem erschien sie, bevor sie in der Sammlung erschien, im Deutschen in Das Ferienlesebuch. Buch, wie süß. Was für schlechte Ferien muss man haben, aber naja. Jonas, gib uns mal bitte die Taste. Richard lebt in einer Ehe mit einer Frau, die ihn nicht mag und die er nicht mag, einem ungezogenen Sohn. Ja, auf einmal erbt er von seinem Neffen einen selbstgebauten Textcomputer, weil der Neffe zusammen mit seinen Eltern bei einem Autounfall gestorben ist. Dieser Textcomputer hat die Fähigkeit, die Realität zu verändern, merkt Richard. Und er experimentiert ein bisschen rum und löscht dann seine Frau und seinen Sohn aus seinem Leben und setzt dafür seinen Neffen ein, den er viel lieber mag, und auch gleich dessen Mutter, mit der er früher auch mal ein Verhältnis hatte. Und dann gibt der Computer den Geist aus und alle sind glücklich, glaube ich. Ja, die einzige Konsequenz, die sich daraus ergibt, ist ein Furzanfall. Das ging ja, und mir beim Lesen auch Menschen so. Menschen verschwunden sind. Ja, sie sind zumindest nicht mehr in seinem Leben. Wer weiß, was mit ihnen ist. Ja, hier muss ich wirklich sagen, ich teile eure passive, aggressive Stimmung gar nicht. Ich mochte die Geschichte. Ich fand die Idee toll. Ich auch. Ich finde das eine schöne Geschichte. Die ist. Die kriegt auch relativ viele Punkte noch ab, ja. Na gut. Die hat auch so ein ungewohnt positives Ende. Ja, ja, das ist irgendwie gruselig. Nein, aber ich muss sagen, ich fand die Idee echt klasse. Ich habe an der Idee unglaublichen Spaß gehabt. Zumal es halt auch so ein What-If-Ding im IT-Kontext ist, fand ich als Meta-Ebene auch nochmal ganz niedlich. Aber an der Idee hatte ich echt Spaß. Das Einzige, was mich halt gestört hat, ist, dass das Ding wirklich so konsequenzenlos bleibt im Prinzip. Ja, ich finde auch die Aufzählung, was da an dem Computer anders ist, ganz geil. Naja, die Geschichte ist 1982 entstanden. Da wusste die Allgemeinheit vielleicht nicht ganz so viel von Computern. Da konnte man das noch so erzählen. Das ist trotzdem schön. Das ist so, mit dieser Karotte kann man schießen, weil seltsame Erklärung gibt. Okay. Nein, was ich halt auch noch ganz hübsch fand, war diese Ebene, dass ja er das nicht nur erbt, weil der Neffe eben gestorben ist, sondern er erbt es deshalb, weil es wohl schon so deklariert worden ist, als hätte der Neffe ihm das eh schenken wollen. Das war ein Geschenk für ihn, ja. Und der Nachbar hat das irgendwie durchgesetzt oder umgesetzt, dass es auch tatsächlich also ankommt. Und da fand ich die Ebene ganz hübsch, dass ich da ja, also es wird ja auch immer schon so angedeutet, dass dieser Junge einerseits ja genauso unglücklich ist wie er und auch schon ahnt, dass ihm ein schlimmes Unglück in irgendeiner Form ereilen wird mit dieser Familie, in der einen oder anderen Form. Und dadurch bringt sich natürlich auch diese Andeutung herein, dass sich der Junge ja quasi dem richtigen Mann das richtige Ding in die Hand gegeben hat. Nicht nur damit der sein Leben besser macht, sondern damit eben auch der Junge vielleicht die Chance auf ein neues oder besseres Leben hat. Ja, und ich hätte auch gern so ein Gerät für so im echten Leben. Aber bitte mit ein bisschen mehr Akku, als das Ding hatte. Also ich hätte die Geschichte gerne ein bisschen länger und vielleicht ein bisschen ernsthafter erzählt, weil da hätte man richtig gute Story draus machen können. Aber so wie sie ist, so kurz und so, ja, so Stereotyp, möchte ich mal sagen. Ja, man hätte da so eine schöne Geschichte, die Execute-Taste, dann erfüllt einem irgendwas, aber man hat den Haken dabei nicht bedacht oder sowas. Ja, hätte man genau, also da hätte man mehr draus machen können. Im Großen und Ganzen ist die Idee schon cool. Ja. Aber ich glaube, man hätte auch sehr viel versemmeln können, deswegen bin ich froh, dass es so kurz geblieben ist. Weil ich traue King nicht mehr. Ja, das ist richtig. Ja, aber eine versemmelte King-Geschichte ist immer noch besser als viele andere Sachen, die man so lesen kann. Ja, das aber ist nicht immer so richtig. Haben wir auf jeden Fall eine gute Kurzgeschichte und damit bin ich zufrieden. Also ich gebe dir gerne nochmal so die Bücher, die bei meiner Mutter, wenn sie da zu finden sind, irgendwie so Donald Leon oder sowas, wenn du das lieber... Kann ich besser ertragen als zum Beispiel Sprengstoff, ja. Okay. Nee, also wir bleiben...
bleiben bei dieser Geschichte. Die ist ja gut. Ich finde, die muss man nicht mehr ändern. Das ist schon okay. Nein, also ich gebe euch vollkommen recht. Wie gesagt, die Idee fand ich toll. Das Einzige, was mich halt echt gestört hat, ist wirklich, wie ihr schon sagtet, dass das Ganze so komplett konsequenzenlos bleibt im Prinzip. Aber wie gesagt, es ist ja auch mal schön, mal ein Happy End bei King zu lesen. Das haben wir ja auch sonst selten. Ja, wie auch bei der Affe kommt mir die Geschichte vor, wie wirklich wie so ein 50er-Jahre-Comic. So eine relativ geradlinig erzählte Geschichte, eine bekloppte Idee, so ein kleiner Twist am Ende und dann abgehakt die nächste. Das ist jetzt mal nicht unbedingt Kritik, ich mag diese 50er-Jahre-Comics, aber es ist, für mich ist das hier Fast Food. Also da bleibt auch jetzt nicht viel hängen. Das auf jeden Fall, da gebe ich dir vollkommen recht. Es wirkt aber auch es so, ist als hätte er es mal so geschrieben, wie das kann man nochmal ausbauen und dann beschlossen hat, nee, es ist doch fertig. Ja, zumal er ja auch diese Thematik, sag ich mal, mit Maschinen, die Existenz von realen Dingen beeinflussen, die wälzt er ja auch in anderen Kontexten nochmal viel mehr aus, zum Beispiel eben auch im Turm und so. Also die Grundidee, die wird ja weiter recycelt immer mal wieder. Jetzt kommt gleich meine Lieblingsgeschichte. Wie fandet ihr denn die Charakterzeichnung so insgesamt? Da fand ich, muss ich sagen, hatte ich Spaß dran. Also diese Nervereien innerhalb der Familie und sein Rückzug ins kleine bisschen privater, das fand ich eigentlich ganz hübsch beschrieben. Ja, das stimmt. Die Charaktere an sich waren halt alle ein bisschen überspitzt. Bis auf ihn, aber seine Frau und sein Sohn, der nie antwortet. Und das war schön zu lesen, aber ja, war nett. Bisschen hyperaktiv durchaus. Wie bewertet ihr denn das Ganze? Ist das Ganze, seht ihr das positiv, seinen Wunsch, da eben eine bessere Familie und explizit diese Teile der Familie sich zu holen? Oder ist das reine Besitzgier? Muss man den positiv oder negativ sehen? Also mal ganz ehrlich, wenn wir uns unsere Familie zusammenstellen können aus Leuten, die wir mögen, würden wir es doch auch tun. Ja. Wir machen es ja eigentlich hier. Gerade sagen, also ich bin ein Fan von Wahlverwandtschaft. Also irgendwie dann zu sagen, das ist jetzt so schade um die Leute und hier mal wieder zurück mit denen, wo ich schon irgendwie den Fehler begangen habe, dessen er sich ja auch gar nicht wirklich bewusst war. Also, ja, ich denke auch, er bekommt die Möglichkeit, Entscheidungen der Vergangenheit zu ändern. Und ich glaube, das würde jeder gerne machen. Und ja, ich sehe das schön. Also, ihr findet den nicht verurteilenswert? Nee, warum? Okay. Vor allem, weil es halt so konsequenzenlos bleibt. Deswegen finde ich das eigentlich ganz nett. Die Charaktere, die verschwinden, die sind entweder zu wenig auftauchend oder zu unsympathisch, deswegen habe ich da kein Problem mit. Mhm. Jetzt wollte ich noch irgendwas sagen, diese ganze Leute von den Toten zurückholen, die Thematik haben wir ja auch schon ganz anders behandelt gesehen, in Friedhof der Kuscheltiere zum Beispiel. Und da muss ich sagen, fand ich den konsequenzenlosen Ansatz doch fast sogar mal erfrischend. Ja, wie gesagt, also ich finde halt das ganz Konsequenzenlose, klar, die Geschichte wird dann einfach auch nicht weitererzählt, aber alles hat auch irgendwo mal einen Haken. Nichts, was passiert, ist irgendwie durchgehend irgendwie toll. Und jetzt dann halt den Haken daran noch aufzuzeigen, hätte ich eigentlich irgendwie auch ganz gerne gehabt. Aber was sollte denn der Blödsinn mit dem Furz einfallen? Das habe ich nicht verstanden. Das war ein, mir ist langweilig, es wird mir hier alles zu albern, mir fällt nichts mehr ein, ich habe jetzt einen Furzanfall. Wer kennt es nicht? Nun gut. Symbolik habe ich bei der Geschichte nicht wirklich, wie gesagt, würde ich jetzt wirklich mir was aus den Fingern ziehen. Aber ich habe ein Zitat. Habt ihr denn ein Zitat dafür? Nee, da habe ich keins. Ich auch nicht. Nö. Ich habe eins, aber im Gegensatz zum Familienzimmer war dies ein Ort, den er als sein eigen betrachtete. Ein Ort, wo er die Fremde, die er geheiratet hatte, und den Fremden, den sie zur Welt gebracht hatte, aussperren konnte. Und ich glaube, das beschreibt eigentlich die Familiendynamik recht hübsch. Ja, das stimmt.
Gibt es denn Querverweise auf Jo? Also ich habe keine gefunden. Außer halt das, was ich schon erwähnt hatte, dass diese Thematik von das Geräte oder Material die Existenz von Dingen beeinflussen kann. Wie gesagt, das haben wir dann halt im Turm gegen Ende hin vor allem recht exzessiv auch genutzt. Ja, die Veränderung der Geschichte, das kommt alles öfter noch vor, aber das ist alles ein bisschen weit hergeholt. Ja, okay, aber guck mal, gerade so, also ich sehe jetzt keinen Unterschied zwischen einem Textcomputer und einem Bleistift. Der Bleistift und Dinge schreiben und Dinge malen. Also es gibt öfter mal die Möglichkeit, Dinge wieder aus der Realität rauszutun, die auch auf merkwürdige Weise reingekommen sind. Ja, also dieses Bleistift ausradieren Ding, das ist richtig. Gibt es denn dafür irgendwelche Verwertungen? Ja, tatsächlich. Es gibt eine Episode der Serie Tales of the Dark Side, die diese Geschichte verfilmt. Diese Episode ist auch in der Zusammenstellung Golden Tales enthalten. Also es ist einfach eine Zusammenstellung von Folgen aus dieser Serie. Ich habe heute ein komisches Wort gelernt. Dolly irgendwas? Ach, verdammt. Dollar Baby heißt das Ganze. Genau. Die Dollar Babies sind Filme, bei denen er die Rechte für $1 an Filmstudenten verkauft. Und die produzieren das dann halt ohne irgendwelchen kommerziellen Anspruch. Und da gibt es eine französische Version von. Und es gibt natürlich ein Hörbuch und es gibt ein französisches Hörbuch. Jo, wunderbar. Dann bleibt mir an der Stelle wirklich nur wieder euch zu fragen, wie würdet ihr das Ganze denn von 0 bis 19 bewerten? Und Jonas, jetzt frage ich dich zuerst. Ich fand die Geschichte eigentlich ziemlich schön. Sie hat nicht viel Tiefgang, das kann man aber auch nicht wirklich erwarten. Ich gebe wohlgemeinte 13 Punkte. Mhm, okay. Flo? Ich schließe mich da an, aber ganz so wohl meine ich es dann doch nicht, aber 10 Punkte gebe ich trotzdem. Okay, Alex? Ja, das wäre jetzt auch meins gewesen, irgendwie knapp über die Hälfte, 10 oder 11 und nehmen wir 11. Gut, ich bin dann wirklich mal komplett auf der Seite von Jonas, ich würde auch 13 Punkte geben, weil ich wirklich an der Idee voll meinen Spaß hatte und auch wenn ich da mal keine Symbolik reinlesen konnte, hatte ich da durchaus meinen Spaß dran. Das ist eine schöne Geschichte. Gut, dann kommen wir zur dritten und letzten Geschichte für heute, nämlich toll. Überlebenstyp. Irgendwann im Jahr 1982 hat King sich mal gefragt, ob sich ein Mensch denn aufessen könnte. Er hat dann sich über eine Stunde mit Ralph Drews unterhalten, einem Doktor im Ruhestand, der so in der Nachbarschaft gelebt hat. Den hatte er einige Jahre vorher schon mal gefragt für eine andere Geschichte, ob es möglich wäre, dass ein Mensch eine gesamte Katze schluckt. Und ich mochte diese Anekdote. Ja, und es entstand dann die Geschichte Survivor Type, Überlebenstyp. Die erschien 1982 erstmals in dem Buch Terrors. In Deutschland erschien sie außer dieser Sammlung in das Stephen King Buch und in das Weißbuch des schwarzen Humors. Das erklärt das vielleicht auch schon. Das glaube ich dir sogar. Das zeigt vielleicht schon, was uns hier wieder für eine Geschichte erwartet. Jonas, schlag mal deine Zähne rein. Der ehemalige Chirurg Richard Pine sitzt auf einer kleinen Insel fest, nachdem er als Drogendealer oder als Drogenkurier schiffbrüchig geworden ist. Und wir lesen sein Tagebuch. Er erklärt, wie er in diese Situation gekommen ist und wie er sich von Möwen ernährt und ja, irgendwann bricht er sich den Knöchel, kann keine Möwen mehr jagen und amputiert sich den Fuß und isst ihn auf. Und fängt an, das Heroin zu schnupfen, das er am Schmuggeln war. Ja, so geht das dann weiter und die Tagebucheinträge enden kurz nachdem er seine kompletten Beine und seine Ohrläppchen gegessen hat. Ich mochte das Ohrläppchen so. Wie schmeckt wohl Ohrläppchen? Wie wahrscheinlich recht zart. Ja, aber wie will man das gar kriegen, ohne dass es dann verbrennt? Also er grillt das ja. Naja, man vielleicht es trocknet hoch erst hängen, würde ich sagen. Oder er lässt es trocknen und isst es wie Chips. Knabbern, das ist eine schöne Idee. Er vergleicht es ja mit Löffelbiskuit. Waren das nicht die Finger? Ich glaube auch, Löffelbiskuit ist eine Anspielung darauf, dass er als nächstes mit seinen Fingern weitermacht, die er ja eigentlich gar nicht verlieren wollte. Ja, auf jeden Fall fand ich hier auch wieder die Idee
grundsätzlich ganz lustig. Jetzt ist die Frage, Flo, das ist schon zu Zeiten entstanden, wo er schon echt fett ein Drogenproblem hatte, oder? Also ich glaube, dass er mit so 2 Kilo Koks auf der Insel sich auch wohlgefühlt hätte, ja. Aber das ging ja um Heroin, was er da haben sollte. Und ich habe nicht den Eindruck, ja, dass das Heroin diese Wirkung hat. Also die Leute, die ich kenne, die damit mal zu tun hatten, sagen eigentlich, man ist sehr entspannt, man ist sehr gechillt und man möchte eigentlich gar nichts mehr, sondern ist mit dem zufrieden, was man hat und sei es in der eigenen Kotze liegen. Ja, aber entspannt und gechillt ist er ja eigentlich auch so ein bisschen. Also dafür, dass er sich da diverse Körperteile schon abgenommen hat, ist er eigentlich recht entspannt. Ja, aber halt, also ich habe halt den Eindruck, dass wenn Heroin die Antwort gewesen wäre auf die Frage, warum ist der Typ so drauf? Nein, rede von King. Ich rede von King. Wie da überhaupt auf die Idee kam. Ich glaube, King war mehr Kokain als Heroin. Ja, eben, ich glaube, er hat von Heroin einfach keine Ahnung. Und ich frage mich, warum er halt dann darüber geschrieben hat. Naja, es ist ja schon ein Opiat, also es kann schon, aber. Also ich habe jetzt immer, wenn ich meine Füße gegessen habe, habe ich andere Schmerzmittel genommen. Gut, das geht mir nämlich auch so. Nö, ja, aber ich glaube trotzdem, also so ganz, der Punkt ist ja, dass doch von, die ganze Geschichte entspannt sich ja darüber, dass er eben so ein ambitionierter, psychotischer, psychopathischer, Überlebenstyp halt ist in dem Sinne. Und dass er sich ja allem überlegen fühlt und so weiter und so fort. Und dass er eben auch so, ja, wie gesagt, ich finde ja, schon, ich er ist halt entspannt. Ich kenne halt keinen Heroin-Nutzer, der auf diese Weise irgendwie auf sein das Leben blickt. Das ist richtig. Das gebe ich dir vollkommen recht. Aber also dafür, dass es seine Füße ja, gut, okay, ist, finde ich ihn trotzdem echt entspannt. Er nutzt es ja eigentlich auch nicht, sondern nur jetzt, statt es weiter zu verkaufen. Okay, vielleicht, wenn man das nicht so als Dauerkonsument... Deswegen, also ja. als kurzzeitiges Schmerzmittel ist das schon vollkommen okay. Und dafür ist er ja echt wirklich entspannt. Ja. Und ich denke, gerade diese ambitionierte Seite, die er hat, die bringt da King, glaube ich, wirklich durch seine eigene Fehler da rein, glaube ich. Also durch seine eigene Erfahrung, sage ich mal. Ja. Ja, wie gesagt, also so genau kann ich das halt auch nicht überblicken, weil keine eigenen Erfahrungen möchte ich auch nicht unbedingt. Insofern, kam es mir nur für Heroin irgendwie mehr als merkwürdiges Verhalten vor. Ja, also richtiges Heroin habe ich jetzt okay in Vergleichswerte, aber ich sag mal so, opiathaltige Schmerzmittel, da kann ich schon ein kleines bisschen mitreden. Und da muss ich sagen, das ist dann schon, also das ist dann zwar immer noch an dir dran und komisch und steht merkwürdig ab, aber ja, du betrachtest es dann mit einem gewissen wissenschaftlichen Interesse, sag ich mal. Ja. Und ich glaube, wenn du dann einen gewissen Grundlevel an Psychopathie sowieso hast. Das wird ja auch beschrieben, er hat nicht nur mangelnde Empathie gegenüber anderen, sondern eben auch vor allem sich selber gegenüber. Muss ich sagen, kann ich mir das vorstellen, dass das in der Kombination kurzfristig, also wenn du nicht Dauerkunde bist, schon so funktioniert. Ja. Dann, mag meine Kritik daran jetzt auch verstummt sein, dann bleibt es eine super Geschichte. Naja, wie gesagt, der Punkt ist ja vollkommen valide, aber kann man, glaube ich, unterschiedlicher Meinung sein. Ja, wie fandet ihr denn den Hauptcharakter so charakterisiert? Wie fandet ihr den? Fandet ihr den anstrengend? Fandet ihr den nervig oder einfach nur egal? Ich mag ihn nicht. Ich würde ihn nicht in meinem Bekanntenkreis haben wollen, aber ich mag es, wenn ich solche Leute beobachten kann. So aus der Ferne. Ich beobachte auch gerne Leute, die sich aufessen, aber ich mag ihn auch nicht. Also ein Sympath ist er auf jeden Fall nicht. Nee. Und aber das, obwohl er die Geschichte selbst erzählt, das ist ja hier auch nochmal so eine Besonderheit. Ja, das stimmt. Aber da kommt, glaube ich, wieder dazu, dass er eben, wie gesagt, nicht nur anderen gegenüber keine Empathie hat, sondern auch sich selber gegenüber nicht wirklich. Also ich glaube, da kommt auch an seine eigenen Sachen so nicht so richtig ran. Doch, er kommt an seine Sachen rein, er schneidet sie ja ab. aber wenn du ihn jetzt, Flo, so ein bisschen in Vergleich setzt mit Eddie, da muss ich sagen, ist mir Eddie schon lieber. Ja, doch, würde ich auch sagen. Also, er ist wirklich, er kommt sehr arrogant, sehr unsympathisch. Er ist ein Riesenarschloch. Ja, sonst würde man auch vermutlich nicht den Job eines Drogenhändlers haben. Oder ja gut, den hat Eddie aber auch.
Naja, gut. Wie fandet ihr denn die Geschichte selber, die bildhafte Darstellung? Also ich muss sagen, das war doch durchaus schon recht schmerzhaft beim Lesen, fand ich. Ich mochte das, auch wenn ich manchmal ich weiß nicht, wodurch begründet, weil ich habe ja nun auch noch keine Menschen zerlegt, aber durchaus schon viele Tiere so in meinem Erstjob als Fleischereifachverkäufer. Also manches war eher seltsam, so nicht in meiner Realität so erlebbar. Ich fand's irgendwie komisch, ohne dass ich es näher beschreiben konnte. Es hat mir, nee, hat mir nicht gefallen. So. Doch, ich mochte es sehr gerne, aber nee, real war das irgendwie nicht so richtig. Ich weiß gar nicht, wird eigentlich erklärt, mit was er das macht? Hatte er ein Messer dabei? Er hatte ein stumpfes und ein scharfes Messer. Ah, okay. Ja. Wobei das scharfe Messer, nach wie vielen Tagen er dann sich rumgeschnitzt hat? Ja, aber der hatte ja genug Steine, wo er es hätte schärfen können, da rumliegen. Hast du schon mal mit einem Steinmesser geschärft? Ja, und hinterher das versucht, an dir rumzuschneiden? Nicht an mir rumzuschneiden, aber du kannst durchaus ein Messer ziemlich scharf bekommen an einem glatten Stein, das geht. Mit genug Heroin geht das alles. Vielleicht eher ohne, aber das weiß ich auch nicht. Die nächste Frage ist natürlich, wie hat er es überhaupt geschafft, nicht zu verbluten? Na, da hat er Nein, ja das ganz macht doll das Heroin nicht, also Blutstillen ist das nicht. Da hat er ja doll drauf geachtet, dass er immer an Stellen schneidet, wo das nicht zum Verbluten kommen wird. Genau, und mit Druckverbänden und so weiter. Also genau, er hat ja auch Streichhölzer dabei, er konnte ja auch Was konnte er bitte? Ah ja, hier genau, ja. Desinfizieren. Das dauert mit Streichhölzer wahrscheinlich ein bisschen länger, aber... Ja, also er ist ja der Superchirurg und deswegen kann er auch mit seinen paar Mitteln, die er machen kann und die er in den Medizinkasten findet, das alles hinbekommen. Das. Okay. Also er ist der MacGyver unter den Soziopathen. Das habe ich mir allerdings auch aufgeschrieben, MacGyver. Dann steht hier noch Ohrläppchen, albern. So. Und die Geschichte wollten nicht mal Playboy haben. Auf der ist er ganz lang sitzen geblieben. Genau, er erwähnt das sogar schon in Dawn's Macabre. Da erwähnt er eine Geschichte von Ramsey Campbell, in der es um Kannibalismus geht und weist dann darauf hin, dass er ja selbst mal eine Geschichte zu dem Thema geschrieben hat, aber die ist unverkäuflich. Nicht mal die Herrenzeitschrift nehmen die Geschichte. Ja. Was und dabei hat er sich nicht mal den Schwanz abgeschnitten. Ich verstehe das Problem nicht. Ja, vielleicht wird uns davon nur nicht erzählt. Das ist ein Argument, aber spätestens dann wird es mit dem Verbluten wahrscheinlich schwierig. Oder ja. Er, vielleicht war auch genau das Problem, er konnte nicht mehr davon berichten. Ja, hier kommen wir natürlich wieder in die interessante Diskussion, warum Menschenfleisch denn eigentlich ein Problem ist. Also jetzt nicht nur so generell, aber für Dauerernährung ist das ja jetzt nicht unbedingt so geeignet. Aber generell geht es dann meines Wissens nach eher darum, dass man sich eben mit so lustigen Sachen theoretisch auch infizieren könnte, wie eben BSE und so weiter und so fort. Wenn du aber dein eigenes Fleisch isst, dann bist du da wahrscheinlich relativ sicher, oder? Weil alle Giftstoffe, die da drin sind, hast du ja sowieso schon im Körper. Ich mochte auch den Gedanken, naja, das geht schon mit Prothesen dann am Ende. Wenn sie mich finden, dann ersetzen wir einfach alles. Ja gut, aber ist ja eigentlich ein nachvollziehbarer Gedanke. Also. Ja, so gerade so als Chirurg. Hat er ja gesehen, was geht. Aber ich denke auch, dein Fleisch hat genauso Nährstoffe wie jedes andere Fleisch zum Überleben. Ich bin auch der große Verfechter von, man sollte keine Menschen essen, nicht? Also ich würde nicht entscheiden wollen, wer jetzt essbar ist und wer nicht. Aber von der Sache her ist Fleisch Fleisch. Aber ich habe da jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, ich hätte da jetzt auch keine größeren moralischen Probleme. Weil, wie gesagt, Fleisch ist Fleisch. Ja. Das Einzige ist halt die medizinische Komponente und da war lange Zeit mal die Rede davon, dass das wohl auf lange Dauer eben irgendwelche Giftstoffe ausstößt, die halt... Ja, da bin ich halt der Meinung, dass heutzutage die Medizin, die wir uns reinkloppen, sich halt auch ablagert und tierisches Fleisch ist dann doch besser davor, daraufhin untersucht, dass da keine Ablagerungen von irgendwelcher Chemie mehr drin sind. Fleisch ist Fleisch, na 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 na. Rabadabdabdab. Ja, haben wir die Lieblingstextzeile überhaupt untergebracht, sehr schön.
Übrigens, Dela, da hast du jetzt deine Musical-Folge. Seht ihr, haben wir schon geliefert. Ja. Dann stellen wir uns jetzt noch die Dancing-Abschlussszene von der Dirty Dancing vor und dann. Macht ihr mal. Flo macht dann die Hebefigur mit dir, genau. Ja? Nee, ich mit ihm. Ich stelle mir gerade vor, wie jemand sich durch den Mixer dreht und dabei singt Smoothie Star, Smoothie Star. Ja. Nun gut, zur Symbolik habe ich hier nur ein was Kurzes zu sagen. Nämlich sein Name ist ja Pein. Mhm. Und das kann auch bedeuten, sich vor Kummer zu verzehren. So wie Schmerz und Pein im Deutschen es ja auch gibt. Genau. Ja, hat da Herr King eine recht hübsche Geschichte geschrieben. Gibt es denn hierfür Verwertungen? Es gibt hierfür ein Dollarbaby. Ich habe gesucht, es ist tatsächlich auch entstanden. Ich konnte es mir leider nicht angucken, das habe ich jetzt dann doch nicht rausgekriegt. Aber es gibt einen Trailer zu finden, also okay. Den Film gibt es. Okay. Habt ihr denn hier irgendwelche Querverbindungen? Ich glaube ich nicht. Ich habe da auch keine gefunden. Und ich habe nicht drauf geguckt. Ich habe Hunger. Ja, also wie gesagt, außer dass man eben den geistigen Zusammenhang und den geistigen Vergleich zu Eddie ziehen könnte. Aber ansonsten haben wir hier, glaube ich, auch keine Verbindungen großartig. Dann ist bestimmt Schläge. Eddie ist irgendwas im Turm? Ja. Okay. Dann die Frage, habt ihr denn hierfür ein Zitat? Wenn ich es gleich finde, ja. Ansonsten. Ich muss auch hier passen. Ah, fand einen toten Fisch. Vergammelt und stinkig. Hab ihn trotzdem gegessen. Okay. Und ich habe, meine Mutter sagte, dass ich ihr damit das Herz gebrochen hätte. Was für ein Herz. Nun gut, dann bleibt mir nur euch, um eure Bewertungen zu bitten. Und Flo, jetzt fängst du an. Ja, also man hat, glaube ich, schon gemerkt, dass ich schon ein bisschen Spaß mit der Geschichte hatte. Auch hier nichts Großes, es ist kein Meisterwerk wieder, es ist unterhaltsam. Ich würde mal sagen, 11 Punkte. Okay, Alex? Wir sind bei 14. Oh, doch, Doming. Und Jonas, bitte? Ich fall da aus der Reihe. Ich mochte die Geschichte irgendwie gar nicht. Es war klar, der Kerl stirbt, weil er anfangs sagt, ja, sollte ich gefunden werden, dann verbrenne ich das alles hier. Das heißt, ja, das Ende war abzusehen. Kannibalismus oder auch Selbstkannibalismus finde ich jetzt nicht spannend. Ich fand es auch nicht schön geschrieben und so. Ich gebe nur 2 Punkte. Okay. Ja, ganz so krass gehe ich nicht, aber ich finde es jetzt auch nicht so toll wie ihr. Ich hätte mich dann so auf 8 Punkte geeinigt. Die Idee fand ich ganz kreativ, das haben wir auch im King-Universum relativ selten. Also zumindest fällt mir jetzt außerhalb vom Traum auch wieder kein Kannibalismus-Ding ein. Aber es war halt stilistisch dann doch eher so, Und ja, aber es war so schön halt Splatter und es war halt nicht realistisch. Also wie gesagt, gerade wenn man irgendwie schon mal Körper auseinandergenommen hat, dann weiß man, dass das so nicht ist. Ja, aber gerade das finde ich dann doch eher schlecht. Also ja, das fand ich halt die alberne Komponente. Das mochte ich. Ja, wie gesagt, da bin ich voll bei euch. Also es ist halt Slapstick. Im Prinzip ist es Slapstick. Ja. Aber mir hätte es gut getan, wenn wenigstens der Charakter wenigstens ein kleines bisschen zugänglicher gewesen wäre. Ich habe auch diese Geschichte wieder so als EC-Comic aus den 50ern gelesen. Es hätte perfekt reingepasst. Also. Ja. Aber warum die nun so komplett unverkäuflich sein sollte, das kann ich auch nicht so richtig nachvollziehen. Aber gut, es war halt auch eine andere Zeit. Ich glaube, wir sind mittlerweile auch alle etwas abgehärteter. Ja. Ja, bevor wir das Ganze abschließen, wie haben euch denn so insgesamt 3 Geschichten gefallen, so vom Grundgefühl her? Ich glaube, die stechen aus den anderen ein bisschen raus, aber. Also, ihr seid alle nicht rein weggerannt, das ist ja schon mal viel wert. Nee. Aber nur wegen Textcomputer. Okay. Ja, also ich finde, alle stechen sie irgendwie raus. Okay. Flo, erzähl uns doch mal ganz kurz, was die nächste Folge wäre dann. Tja, unsere nächste Folge hat, welche Überraschung, wieder 3 Kurzgeschichten.
Wir besprechen dann Onkel Ottos Lastwagen. Toller Titel. Der Sensenmann und der Gesang der Toten. Oh, das ist hübsch. Ja, weißt du gerade aus dem Kopf, wer da unser Gast sein wird? Das wird wieder mal der TJ sein. Oh ja, Folgen mit TJ sind immer gut. Ja, den Staffelstab an TJ reiche ich dann nachher weiter. Gut, dann bedanken wir uns bei der Alex. Und wenn ihr mitmachen wollt und auch selber Gast werden möchtet, dann könnt ihr das gerne tun. Ihr findet unsere Leseliste auf unserer Homepage. Ich werde sie euch natürlich auch in diesem Beitrag wieder verlinken. Ihr braucht nichts weiter, ihr braucht einfach nur irgendwas, wo ihr in Dinge reinreden könnt. Am besten mit Teamspeak oder mit Skype, wobei uns Teamspeak immer lieber ist. Wenn ihr das Buch nicht haben solltet, das ihr lesen wollt, dann sagt uns auch Bescheid. Wir würden uns dann darum kümmern, dass ihr das rechtzeitig erhaltet. Und ansonsten müsst ihr eigentlich gar nichts weiter mitbringen. Alex, du warst ja jetzt mit uns das erste Mal in diesem Format. Wie schlimm war es denn, mit uns zu arbeiten? Nee, also hat nicht wehgetan. Kann man machen. Kommst du denn mal wieder? Ich muss da nochmal auf die Liste. Flo, du hast bestimmt diesen Link zur Hand und kannst mir den nochmal rüberreichen, wo diese Liste liegt, oder? Dela verlinkt das und genau. Natürlich kann ich das machen. Cool. Also wir haben Bücher, wir haben Kurzgeschichten, wir haben Novellen. Ich muss halt gucken, was ich irgendwie hier auch rumstehen habe und was noch nicht belegt ist. Na, wie gesagt, im Zweifelsfall kümmern wir uns da auch drum. Okay, das ist, dann gucke ich da mit dem Blick drauf, dass es auch das egal ist, nochmal drauf. Und aber in naher Zukunft sehe ich die Zeit nicht, aber ihr macht ja. Ja, in naher Zukunft sind wir auch erstmal ganz gut ausgebucht, muss ich fairerweise sagen. Na denn, jetzt bin ich mal neugierig. Wie lange ist denn die nahe Zukunft? Sagen wir mal Sommer. Oh, okay, das ist nice. Das freut. Liebe Hörerschaft, es war wie immer toll, dass ihr dabei wart. Es war natürlich fantastisch, dass du dabei warst, Alex. Wie immer eine Ehre gewesen. Dankeschön, Knicks. Lieber Jonas, es war wie immer auch wunderschön, dass du dabei warst. Ja, sehr gerne. Und lieber Flo, es ist auch immer eine Freude, dass du dabei bist. Ich warte darauf, dass du irgendwann sagst, lieber Flo, du warst auch dabei. Nein, noch machen wir ja hier nicht die Weisheit, noch kann ich dich ja nicht kündigen. Ja, er hat ja auch noch keine Facebook-Seite angelegt. War ein anderer Grund, weswegen sich Podcasts mal trennten. Ah, okay. Nein, also bis zur nächsten Pressekonferenz, wo wir dann unter Tränen unsere Trennung genau. bekannt geben, das wird doch ein Stück dauern. Okay, wobei ich Flo weinend von der Bühne stürmend, wenn wir jemals Freunde gewesen wären, hat ein schönes Bild. Nun gut, aber wir haben ja immerhin jetzt schon mal die Musical-Folge hinter uns gebracht. Von daher sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg. Ja. Gut, liebe Hörerschaft, wir hören uns dann zur nächsten Folge wieder. Passt gut auf euch auf, macht keinen Unsinn. Und wir hören uns dann demnächst. Ciao. Tschüss. Tschüss. Mein Bein blutet und es hört nicht auf. Ciao. Ciao. Oh.